Hallo Freunde, hier ist der Big White Helle. Boom. Und wir haben ein super Computerspiel entdeckt und das wollen wir heute für euch testen. Das ist ein Real-Time Strategy Game und die Quest ist, so schnell wie möglich zu trinken. Zwei von drei Runden müssen gewonnen werden, um das Spiel zu entscheiden. Und da wir normalerweise nicht so diese Computerfreude teilen, müssen wir doch sagen, als wir das Spiel entdeckt haben, das hat uns irgendwie naturgemäß angesprochen. Von dem her, hört uns zu, guckt euch mal das Spiel an, wir testen das für euch und dann geht's gleich los, oder? Ja. So, dann fangen wir mal an, oder? Yep. So. Spielen wir's mal los. Na, Pitch. Fang an. Okay. Ich glaube, das ist jetzt drauf im Spiel, oder? Ja, ja, das Einchecken ist der erste Schritt. Da muss man schon kalkulieren, wie viel. Richtig, nicht zu wenig. Nicht zu wenig. Wenn man zu wenig hat, dann ist das. Okay. War gut. Wenn man zu wenig drin hat, dann ist das ein Spielverstoß. Mhm. Zu viel, das geht immer, aber das geht natürlich auf die Spielstrategie. Nee. Jetzt. Okay. Ja. Anstoß. Ah, okay. Also mein erster war schon gut, ja. Ich habe das noch nicht ganz so raus, aber es ist ganz wichtig, dass der erste Schluck, der muss sitzen. Und jetzt leider nicht. Meine Hand hängt da. Die Hand hängt. Und richtig, ja. Keine Ahnung, wie man das spielt. Was ist das eigentlich für eine Altersfreigabe für das Spiel? Also wir haben hier, wir haben Peggy, das ist so ein bisschen der europäische Mal. Jetzt. Ich habe immer wieder die Probleme mit dem Trinken. Ja, du hast halt keine Ahnung, wie es funktioniert. Ja. Wir haben hier Peggy, oder wie man auch immer das ausspricht, der europäische Markt hat eine Altersfreigabe von 16 Jahren, aber unsere deutsche Spieler... Wie schaffst du das zu trinken? Das verraten würde. Du hast das Gesicht gestrichen. jetzt, ja. Jetzt habe ich es raus. Also die deutschen Spießer mit USK haben FSK 18. USK 18. Okay. Kann man ja nicht mit Film verwechseln. Ja, das ist immer ein deutsches Problem, dass man solche Spiele da irgendwie nicht durchkriegt. Ja. Komm. Ja, 18, okay. 18. Aber nur ein kleiner Schluck. Ich habe leer, glaube ich, oder? Ich habe leer. Hast du leer? Jawohl, oder? Ja, du hast. Ich glaube, du hast komm schon. Ja! Das war der Winning Move. Erste Runde an mich. Ja, es ist ein bisschen schwierig. Man muss ein bisschen mit der Konsole aber umgehen lernen. Man darf jetzt nicht nachlässig werden, jetzt muss man wieder kalkulieren. Ja, das Nachführen. Okay. War in Ordnung. Ich glaube, du hast ein bisschen zu viel drin, aber es scheint okay zu sein. Aber ich kenne ja die Tasten, ich kann das rausholen. Ich zeig's dir. Okay, da Anstoß. Und jetzt kommt rein. Ja, es läuft schon besser. Man kommt schnell rein. Du musst so ein bisschen die Schütteltasche nachdrücken, dann wird es schneller. Aber ich glaube, In der Runde scheint dein Charakter irgendwie starke Probleme zu haben. Ich glaube, ich habe es in der ersten Runde übertrieben. Ja, und weil sie über die Avatars erstellt, ist ja auch sehr lustig irgendwie. Ja, wo hast du denn den Bart? So, ist das, was soll denn der Bart? Den habe ich gar nicht gefunden im Menü. Das war ein Add-on. Okay. Ja. Na komm schon. Jetzt rein damit, jawohl, okay. Aber ich glaube, man muss beachten, dass das Spiel natürlich Pausen eingefügt hat. Das heißt, man kann direkt nach dem Trinken nicht weitermachen, weil die Charaktere im Spiel, die müssen sich erstmal erholen, weil du kannst nicht mehrere Schlücke dran nehmen. Wenn du zu viele Schlücke auf einmal nimmst, dann heißt's, der Schnaps kommt wieder raus. Genau, und das ist Game Over. Genau, also, dann hast du, die Runde ist vorbei dann. Genau, und man muss auch immer bedenken, hast du leer, oder? Nein, noch nicht. Ich versuche gerade den Action-Schritt zu nehmen. Du musst auch immer auch... Und wenn komm schon! Ah, okay. Und absetzen. Aber? Immer noch nicht, oder? Immer noch nicht, ne? Ich darf dich jetzt gerne... Ja, gut, wenn du so wenn du so kleine Schlücke machen kannst, dann bist du natürlich im Vorteil. Dann kannst du wieder. Bastard. Viele kleine Schlücke sind die Option. Normal bist du doch voll der Noob bei sowas. Normalerweise schon, aber in dem Fall. Im Trinken findest du dich schnell mal rein, oder? Richtig, ja. Naja, also in der Runde bist du aber der Casual Player, muss man ganz klar sagen. Und jetzt kommt, jetzt,
Ja, wenn du noch was drin hast, das schwächt dich halt für die Folgerunde. Du siehst am Gesicht. Ja, das schwächt dich halt das immer. Das war kurz vorm Game Over hier. Also. Uiuiui. Ja, da muss man. Da kann er kaum noch. Die riesigen Flaschen sind geil, die kann man doch nicht so nicht kaufen. Das ist extra für das Videospiel irgendwie entworfen. Ja, es soll ja attraktiv wirken. Soll attraktiv wirken. Das ist ja gesponsert, das ganze Ding. Genau, ja. Ich glaube, dass der Whisky, der da verwendet wird, irgendwo auch... Okay. Geht los. Ja. Was sagst du über den Whisky? Der Whisky-Hersteller hat da irgendwo natürlich seine Finger drin gehabt im Spiel. Also ich glaube, ich habe schon wieder... Ich habe zu viel drin, oder? Du hast einfach... weil du mich immer ablenkst mit deinem Gerede. Das ist auch so... scheiße. Komm. Trink. Okay, scheiße. Okay, aber du scheinst, dass deine Figur scheint ein bisschen besser zu verkraften, was sie jetzt trinkt. Also in der Vorrunde warst nahe am Sudden Death. Ja, du musst halt immer auf deinen Balken gucken, dass der sich ein bisschen erholt. So, ja. Ja, klar. Okay. Das war jetzt halt, du musst halt einen kleinen Schluck nehmen, wenn es irgendwo. Ah ja, richtig, der Balken hier unten, der ist natürlich für die Trinkharmonie geeignet. Muss man darauf achten. Es wird verdammt, also. Ich habe noch mehr Luft, aber ich glaube, das wird... Das Interessante ist ja, je mehr Runden man gewinnt, desto verträglicher wird dein Charakter. Ja, gut, du kannst halt dann online, das ist ja... Hat er jetzt, oder? Oh, scheiße! Und jetzt kommt die Strafe. Scheiße. Das gibt einen Headshot. Scheiße. Also, ja, damit sind wir raus. So, Fazit? Also es ist ein gutes, interessantes Spiel. Für zwei Personen geeignet. Ja. Vielleicht kommt in der Folge Edition eine Version raus, wo auch drei Figuren beteiligt sind. Man kann es ja auch weltweit spielen, ne? Ja, korrekt. Das ist auf jeden Fall auch ein interaktives Game. Das geht natürlich auch weltweit. Ja. Prinzipiell gutes Spiel. Was mich ein bisschen gestört hat, war ein bisschen die Funktionalität. Das ist nicht ganz haptisch, wie man das bedient, weil wenn man andere Spiele damit vergleicht, es ist ein bisschen gegen das, was man gewohnt ist. Also gerade die Fingerbewegung, die man braucht, um eben das Glas zu heben, das ist noch nicht so ganz... Vielleicht gerade, wenn man es an der Tastatur spielt, ist schon, also ist jetzt nicht WASD, da muss man schon sich umorganisieren. Auf jeden Fall, aber ja. Man kann sich reinspielen und dann macht es richtig fett Richtig, Spaß. Richtig fett Also Spaß, auch das Spiel, oder? Auch das Spiel, ja. Ja. Yeah. Alkoholfreies Bier, nicht mit mir. Bier. Am 7. August um 5.45 Uhr. Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Recht Gottes nicht ererben werden? Lasst euch nicht irreführen. Weder Unzüchtige noch...